Kolleginnen und Kollegen, ich hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Herr Berliner. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend zweiter Hessischer Landessozialbericht als wichtige Grundlage für eine weiterhin zukunftsweisende Sozialpolitik in Hessen, Drucksache 19/6478 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 106 und kann jetzt zusammen mit Tagesordnungspunkt 70 aufgerufen werden. Das ist der Fall. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Konsequenzen aus dem zweiten Hessischen Landessozialbericht ziehen, Landesaktionsplan gegen Kinderarmut realisieren, Drucksache 19/6415 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 61. Antrag der SPD betreffend Konsequenzen aus hessischem Sozialbericht ziehen, Drucksache 19/6287 aus 19 und den soeben aufgenommenen Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/6478 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben ja gerade gehört, heute vor 69 Jahren wurde das Grundgesetz verabschiedet. Und es lohnt sich, ab und an nachzulesen, was in den Grundrechten enthalten ist. Da ist die Sprache von Ehe und Familie, die unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Das scheint nicht für Alleinerziehende zu gelten, denn sonst hätten diese nicht das niedrigste Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen. Aber auch in den Paarhaushalten mit mehreren Kindern liegt das Einkommen deutlich unter denjenigen ohne Kinder. Hier ist die Familien- und Steuerpolitik gefragt. Da ist die Rede davon, dass jede Mutter den Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft hat, anscheinend aber nur, bis das Kind auf der Welt ist. Dann lässt das Interesse nach. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Eltern von Grundsicherungsregelsatz nicht einmal die Windeln kaufen können. Da ist die Rede von der Unverletzlichkeit der Wohnung. Was ist mit Menschen, die ihre Wohnung verlieren, weil sie arm sind? Hört da die Unverletzlichkeit auf? Da das Land immer noch keine Wohnungslosenstatistik hat, liegt nur die Erhebung der LIGA vor, die für 2015 etwa 3.400 obdachlose Menschen erfasst. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo bleibt denn die Würde der Frau, die sich nicht einmal traut, ihre Freude über die Schwangerschaft zu zeigen, weil es bereits das zweite Kind ist, das sie bekommt, und weil sie alleinerziehend ist, und weil sie erwerbslos ist und Hartz IV bezieht, und weil sie weiß, wie die Umwelt auf sie reagieren wird? Welche Haltung gibt sie ihrem Kind mit, das nie die Freude über die Schwangerschaft gespürt hat? Sind unsere Grundrechte mit den Auswirkungen von Armut in diesem Land vereinbar? DIE LINKE sagt nein. Vor einem Jahr haben wir den Antrag auf einen Landesaktionsplan gegen Kinderarmut gestellt. Da hieß es, das Thema wird prominent im zweiten Sozialbericht behandelt. Das ist durchaus richtig. Die Handlungsempfehlungen sind aber sage und schreibe genau zwei Seiten. Und bis heute warten wir darauf, dass die Landesregierung sich hier in diesem Haus mal zu diesem Sozialbericht verhält und dass mal klar wird, was die Konsequenzen aus diesem Bericht sind. Nichts von alledem ist passiert. Schauen wir uns die zwei Seiten an. Da steht Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Verlässliche Kinderbetreuung wird von der Landesregierung gefordert. Allerdings wird die Verantwortung vollständig den Kommunen mit einer viel zu geringen Unterstützung des Landes zugeschoben. Nein, Kitas müssen alle kostenfrei sein und eine gute personelle Ausstattung bieten. Sie sind eine wichtige Sozialisationsinstanz für Kinder. Deshalb muss das Land endlich die finanzielle Verantwortung für Kitas übernehmen und den Kommunen das Geld zur Verfügung stellen. Für Alleinerziehende sollen familienfreundliche und flexible Arbeitsbedingungen in existenzsichernden Beschäftigungsverhältnissen sichergestellt werden. Wie das passieren soll, wissen wir allerdings erst, wenn die Kommission Hessen hat Familiensinn Handlungsfelder entwickelt hat. Wissen Sie denn wirklich nicht, was Alleinerziehende brauchen?
Sie benötigen neben der Betreuung in der Kita eine Betreuung in der Grundschule. Das heißt echte Ganztagsschulen und nicht dieses Flickwerk, das Sie da jetzt bieten. Sie brauchen Arbeit, von der Sie leben können. Ihnen nützt es nichts, wenn der Sozialminister mantraartig wiederholt, dass die Landesregierung keinen Einfluss auf die Gehälter im Sozial- und Gesundheitswesen hat, das, was ja die typischen Frauenberufen sind. Sie haben Einfluss, und zwar einen großen. Denn wenn die Kommunen genügend Geld haben, dann können sie auch Erzieherinnen einstellen, und dann können sie auch die Gehälter bezahlen, die angesagt werden, um diesen Beruf so wertzuschätzen, wie es notwendig ist. Wenn die Schwangerschaftskonfliktberatung und viele andere soziale Einrichtungen besser vom Land finanziert würden, dann könnten höhere Löhne bezahlt werden und mehr Angebote für Alleinerziehende gemacht werden. Wenn Familienleistungen nicht im Ehegattensplitting und der Förderung von Gutverdienenden versickern würden, wäre Alleinerziehenden geholfen. Da brauchen wir nicht erst das Ergebnis einer Kommission. Das Bildungs- und Teilhabepaket soll Kinderarmut bekämpfen. Das meinen Sie doch nicht wirklich im Ernst. Mal abgesehen davon, dass es schon seit einigen Jahren existiert und sich überhaupt kein Erfolg eingestellt hat. Dass es nicht funktioniert, können Sie in den Berichtszeilen der Sozialverbände, der Kirchen und des DGBs nachlesen. Eine Familie beschreibt, wie sie zwischen dem Jobcenter und der Musikschule hin und her pendelt, um endlich die 10 € zu kriegen, damit das Kind in die Musikschule gehen kann. Und dann muss sie immer noch 20 € drauflegen, die sie eigentlich nicht hat. Dieses bürokratische Paket wurde eingeführt, weil die Regelsätze für Kinder viel zu niedrig sind. Und das ist immer noch so. Erst in der letzten Woche hat Monitor errechnet, dass jährlich 25 Milliarden € eingespart werden, weil die Grundsicherung zu niedrig ist. Dieses Land spart zulasten der Allerärmsten. Ich schreie dann, wenn es notwendig ist, und an dieser Stelle muss man scheinbar schreien. Die Landesregierung ist bereit, eine Wohnungsnotfallstatistik zu erstellen. Liebe Güte, notwendiger wäre, Wohnungen zu bauen, aber es ist gut, dass immerhin der langjährige Kampf der Wohlfahrtsverbände und die 326 Seiten Sozialbericht dafür genutzt haben, wenn sie dann tatsächlich eingeführt wird. Neben den Erfahrungswerten der Wohlfahrtsverbände gibt es die bundesweite Schätzung der BAG Wohnungslosenhilfe. Die Zahlen für 2016, heruntergerechnet auf Hessen, wären 64.500 Menschen. Mehr bezahlbare Wohnungen wären eine sehr wirksame Methode, Maßnahme gegen Arbeit. Wenn von den niedrigen Einkommen noch sehr hohe Mieten bezahlt werden müssen, dann reicht es eben nicht mehr für Bildung, für Gesundheit, für Mobilität, für Kultur, manchmal nicht mehr fürs Essen, oder es führt eben zur Arbeitslosigkeit. Dass kostengünstige Kredite keine Wirksamkeit entfalten, müsste die Landesregierung inzwischen bemerkt haben. Und es ist auch unsinnig, das Geld privaten Wohnungsbau und Unternehmen in den Rachen zu werfen. Warum nutzen Sie die finanziellen Ressourcen nicht und ermöglichen den Kommunen endlich sozialen Wohnungsbau? Die Landesregierung hat die Frauen und das Gender Pay Gap entdeckt. Vergessen Sie allerdings das Pension Gap nicht. Das ist noch gravierender und bildet die Altersarmut bei Frauen ab. Sie haben den Lohnatlas erstellt. Der soll einen Ansatzpunkt für weiteres Handeln bieten. Ach ja, und wo ist denn Ihr Ansatzpunkt? Wo ist denn Ihr Handeln? Den suchen Sie wohl immer noch, oder? Ich habe vorhin einiges zu existenzsichernden Arbeitsverhältnissen gesagt, auf die Sie Einfluss hätten haben und ausüben könnten, wenn Sie es wollten. Und da wären auch noch die Hochschulen zu benennen. Wissen Sie, da gibt es nämlich in der Zwischenzeit eine Menge schlecht bezahlte und ziemlich prekär beschäftigte Menschen, besonders im Mittelbau und auch hier wieder Frauen. Und dann gibt es auch noch die Minijobs und die prekären Arbeitsverhältnisse insgesamt, die durch die Hartz-Gesetze ermöglicht wurden. Kein Mensch baut da irgendwas zurück. Das ist ihre aller Verantwortung. Und zum Unterhaltsvorschuss kann man sagen, auch einer der benannten Punkte, das nützt tatsächlich einigen, aber wiederum auch nicht den Grundsicherungsempfängerinnen. Da geht es nur von einer Sozialkasse in die andere. Und schließlich soll Kinderarmut bekämpft werden durch den Ausbau der Familienzentren und die Familienkarte. Das erzählen Sie uns ja auch schon eine ganze Weile. Den Beweis sind Sie uns allerdings bislang schuldig geblieben. Ausbildungsprogramme sollen die sogenannten späteren Vermittlungshemmnisse vorbeugen. Da gibt es tatsächlich einiges zu tun. Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse und Ausbildungsbetriebe ist historisch niedrig. Etwa 14% der 25- bis 34-Jährigen verfügen hierzulande über keine Berufsausbildung. Hier wäre etwas zu sagen über eine verstärkte Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Das wäre eine Möglichkeit, wo Sie wieder unmittelbar Einfluss haben. Aber das will der Sozialminister ja auch nicht, gerade wenn wir vom öffentlichen Beschäftigungssektor oder Passiv-Aktiv-Transfer sprechen.
Als Zwangsarbeit allerdings, wie Hubertus Heil, wollen wir es allerdings auch nicht. Und dann zum guten Schluss die Kinderrechtsbeauftragte mit ihrem schmalen Budget. Ob das Wirksamkeit zum Abbau von Kinderarmut haben wird, das ist doch stark anzuzweifeln. Das Einzige, was nützen würde, können wir gerne später klären. Das Einzige, was nützen würde, wäre, wenn Sie tatsächlich die Position des Beirats, wenn man Menschen dazu zwingt, in bestimmten Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten, weil sie gerade arbeitslos sind. Das meine ich damit, und das ist die Forderung vieler Menschen. Das Einzige, was nützen würde, wäre, wenn Sie tatsächlich die Position des Beirats, dass sie des Beirats ernst nehmen würde, und damit meine ich natürlich diejenigen der Liga der freien Wohlverträge. Unverschämt ist die Armut in diesem Land. Über die sollten Sie sich aufregen. Damit meine ich natürlich die der Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen, des DGB, des Sozialverbands VDK und der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens. Hier stecken viele Impulse drin, die auch mit unseren Positionen übereinstimmen. Gerade in den letzten Tagen sind die Meldungen über schlecht ausgestattete Jugendämter in den Medien gewesen. Die schlechte Ausstattung ist bekannt. Die Kommunen haben schlichtweg zu wenig Geld für die Jugendhilfe. Es reicht weder für intensivpädagogische Maßnahmen noch für andere genaue Betreuung. Ich will Ihnen einmal sagen, ob man in einer Stunde Hausbesuch feststellen kann, ob eine Misshandlung vorliegt oder nicht. Die Frage können Sie sich, glaube ich, alle selber beantworten. Im Interesse der Kinder und ihres Schutzes ist eine bessere Ausstattung der Jugendämter mit mehr Ressourcen und Personal erforderlich. Dafür braucht es keine spektakulären Todesfälle. Auch die braucht es tatsächlich nicht, über die wir uns dann immer wieder aufregen. Das muss die Politik von alleine wissen, dass die Jugendämter eine bessere Ausstattung brauchen. Hier gibt es Handlungsbedarf. Kollegin Schott, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Hier gibt es den Handlungsbedarf, die Kommunen für ihre Aufgaben ordentlich auszustatten. Dem kommen Sie hier nicht nach. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Merz für die Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was dem einen seine fünfte Kolonne ist, der anderen ihre Zwangsarbeit. Frau Kollegin Schott, es gibt keinen Zusammenhang in diesem Land, in dem Sie mit Recht von Zwangsarbeit reden könnten. Das gilt auch für den Bereich des SGB II, und es gilt auch für die Vorschläge des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil. Deswegen weise ich den Begriff Zwangsarbeit in diesem Zusammenhang mit aller Entschiedenheit zurück. Das ist dann auch alles, was dazu zu sagen ist. Erstens. Zweitens. Wenn man sich die Sachanträge anguckt, die zu dem Tagesordnungspunkt Landessozialbericht vorgelegt worden sind, dann bestätigt sich das, was wir an Überlegungen angestellt haben, als wir darüber nachgedacht haben, wie man diesen Landessozialbericht, der seiner Intention und seinem Umfang und durchaus auch seinem Gehalt nach geeignet wäre, zur Richtschnur einer gezielten Landessozial-, und Jugend- und Gemeinwesenpolitik zu werden und in Verbindung übrigens mit dem Enquete-Kommissionsbericht auch zur Integrationspolitik beitragen könnte, wie wir uns also parlamentarisch mit diesem Berg auseinandersetzen, nachdem wir festgestellt haben, dass nachdem der ganze Prozess der Erarbeitung schon weitgehend im Arkanum der Landesregierung abgelaufen war, allerdings unter Hinzuziehung eines Beirats, die ich ausdrücklich lobe und die sich auch ausgezahlt hat, aber unter Abschirmung aller anderen Bereiche der Politik. Das finde ich nicht gut, auch im Nachhinein nicht, nach wie vor nicht. Dass es also keine Absicht gab, den Landtag mit diesem Landessozialbericht von sich aus zu beschäftigen, dass es auch dazu keine Regierungserklärung gegeben hat. Ich muss sagen, wenn sich etwas angeboten hätte für eine Regierungserklärung, auch einmal des Sozialministers, wäre es das gewesen. Wir haben schon überflüssigere Regierungserklärungen in den letzten Wochen, und Monaten und Jahren gehabt. Nachdem es also alles dies nicht gab,
wie wir im Ausschuss ja auf unser Befragen dann uns mitgeteilt worden ist, dann haben wir darüber nachgedacht, wie man vernünftig damit umgehen kann. Wir haben davon abgesehen, einen Sachantrag zu stellen. Wenn ich lese, was sowohl von den Kollegen und Kolleginnen von der LINKEN als auch von der Koalition jetzt heute auf den Tisch gelegt worden ist, dann bestätigt sich das. Dies ist kein Gegenstand und dies ist kein Werk, das sich für eine 10-Minuten-Debatte im Hessischen Landtag eignet, beziehungsweise jedenfalls nicht, wenn die Absicht damit ist, damit haben wir das besprochen, abgelegt und Ende der Durchsage. Das ist nicht die Art und Weise, wie man damit aus unserer Sicht vernünftig umgehen kann. Denn das, was der Antrag der LINKEN beinhaltet, das haben wir alles im Grunde schon im Zusammenhang mit dem Vorschlag zu einem Landesaktionsplan Kinderarmut gelesen und gehört. Es ist nicht falscher geworden, es ist aber auch nicht richtiger geworden seither. Und die Antwort der Kollegen von der Koalition, von Schwarz-Grün, ist das, was wir immer und immer wieder bei solchen Gelegenheiten lesen. Es ist das allfällige Lob der Landesregierung, und das alles schon allein gut werden wird, wenn man die Landesregierung nur machen lässt. Ich verweise darauf, meine Damen und Herren, auf Seite 241 steht, das resümieren die Autoren, es war nicht Aufgabe der wissenschaftlichen Institute, Handlungsprioritäten und einzelne Maßnahmen zu bestimmen. Dies ist die Aufgabe der Politik, richtig? Und zur Politik gehört auch dieser Hessische Landtag, und deswegen muss dieser Hessische Landtag an der Diskussion und an der weiteren Bearbeitung dieses Berichts auch intensiv beteiligt werden. Und auf Seite 295 schreibt die Landesregierung selber, der erfolgreiche und gewinnbringende Dialog mit dem Beirat und allen sozialpolitischen Akteuren ist und bleibt auch weiterhin wesentlicher Bestandteil zielgerichteten politischen Handelns. Und wir vermissen jede Aussage darüber, meine Damen und Herren, wie dieser zielgerichtete Dialog zwischen allen Akteuren weitergeführt werden soll. Und weil das so ist, ist unsere Stoßrichtung in der Tat, dass der zuständige Ausschuss hier eine Anhörung durchführt, die entlang der von uns formulierten Fragen versucht, nicht nur noch einmal über die in dem Bericht durchaus ja enthaltenen Schwerpunktsetzungen und Handlungsvorschläge zu diskutieren und Schwerpunkte zu setzen, sondern auch einzelne Instrumente zu diskutieren. Einzelne Instrumente zu diskutieren, und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das für gewöhnlich nicht tun. Das ist hier, wie gesagt, alles zu kurz gekommen. Ich stimme der Kollegin Schott zu, dass die eigenständigen Handlungsempfehlungen der Landesregierung angesichts eines über 200-seitigen Berichts selber mit sehr ausführlichen Handlungsempfehlungen teilweise ziemlich mager ausgefallen sind. Sie haben Ihren zusammenfassenden Teil, der bringt es, glaube ich, auf 7 oder 8 Seiten, und davon sind gerade einmal 2 Seiten Handlungsempfehlungen. Und zum Thema Kinderarmut, in der Tat, ist das ziemlich schmal geraten. Und wenn man die lange Passage über die noch abzuwartenden Ergebnisse der Beschäftigung der, ich habe das schon oft gesagt, sehr geschätzten Kinderbeauftragten der Landesregierung einmal weglässt, dann wird die ganze Sache noch weniger. Das kann, meine Damen und Herren, nicht das Ende der Diskussion hier in diesem Landtag sein. Deswegen bitte ich sehr herzlich darum, dass Sie unserem Vorschlag zustimmen, dass wir uns im Ausschuss und gegebenenfalls in einer daraus zu entwickelnden konsultativen Bund, das Land und die Kommunen und die Wohlfahrtsverbände einschließenden Kommission oder wie auch immer wir es nennen wollen, verabreden, über konkrete Sachverhalte zu reden. Ich will mal ein Beispiel herausgreifen, was Frau Schott eben ein bisschen ironisch, sarkastisch abgetan hat. Wenn man überlegt, was unsere Kernaufgabe bei der Bekämpfung von Kinderarmut ist, wenn man zu der Überzeugung kommt, und das ist ja relativ einfach, zu dieser Überzeugung zu kommen, dass es um Prävention geht, wenn man zu der Überzeugung kommt, dass es darum geht, Präventionsketten aufzubauen, wenn man weiß, dass es nicht ganz einfach ist und keine triviale Aufgabe ist, Präventionsketten aufzubauen in dem Geflecht von Zuständigkeiten, das wir zwischen Sozialhilfe, Jugendhilfe auf der rechtlichen Seite, Bund, Ländern und Kommunen auf der Seite der politischen Ebenen haben, also keine triviale Aufgabe ist, dann ist die Herstellung von Präventionsketten eine der wichtigsten, aber eben auch eine der schwierigsten Aufgaben. Und vor dem Hintergrund könnten Familienzentren in der Tat ein geeignetes Mittel sein. Und das wird im Moment
politisch unter Wert gehandelt und unter Wert weiterentwickelt. Das wäre eine der Fragen, die fachlich zu diskutieren wäre, wie wir aus dem Programm Familienzentren tatsächlich so eine Art Basislager, gemeindenah, sozialraumnah Basislager machen, um genau diese Aufgabe Vernetzung, Kooperation der Akteure, arbeitsteilige Kooperation der Akteure im Interesse der Herstellung von Präventionsketten im praktischen Alltag in den Gemeinwesen, in den Kommunen herzustellen. Das wäre eine Aufgabe, die wir zu leisten hätten, ebenso wie wir insgesamt den Bereich der Kindertagesstätten noch stärker in den Dienst der Armutsprävention und der Bildungsarmut als einer der zentralen Vererbungsmechanismen für Armut, wie wir das durchbrechen. Das ist in der ganzen Debatte, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten über den Bereich der Bildung geführt haben, ein wenig zu kurz gekommen. Wir haben das immer als einen Bestandteil unserer Kindergartenpolitik begriffen. Deswegen ist unser Fokus auch sehr stark gleichzeitig auf die Verbesserung der Qualität und auf die Entlastung der Kommunen. Natürlich ist eine familienpolitische Entlastung der Kommunen eine Einkommensentlastung der Kommunen, gerade in dem Segment der tendenziell abnehmenden Mittelschicht. Darauf wird ja in dem Bericht auch hingewiesen. Eine Armutspräventionsmaßnahme. Also, ich will an diesen beiden Beispielen sagen, dass es sich lohnt und lohnen muss, nicht nur mit mehr oder weniger groben Strichen in 5-Punkt-Anträgen über die Ergebnisse dieses Sozialberichts hinwegzuhuschen, sondern dass es sich lohnt, die Arbeit im Detail zu machen, die Diskussion im Detail zu führen, an konkreten Projekten herumzuführen und dann zu definieren, wen brauche ich, um dieses Projekt, und jetzt bleibe ich mal bei einem Beispiel, die Entwicklung, die Weiterentwicklung von Familienzentren weiter voranzutreiben, sowohl konzeptionell als auch finanziell. Dazu kein Hinweis, wie die Debatte aus Sicht der Landesregierung weitergeführt werden soll. Und deswegen komme ich auch zurück zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Armutsberichterstattung, wenn sie einen Sinn haben soll, muss Handlungsempfehlungen vorlegen. Das ist geschehen, das will ich loben, weil dies ist in der Tat qualitativ eine deutliche Weiterentwicklung im Verhältnis zum ersten Landessozialbericht, den wir hatten. Aber es kann nicht darauf beschränkt bleiben, dass die Regierung einen Bericht in Auftrag gibt, dann wird er abgeliefert, und dann möge Gott der Himmel sehen, was damit geschieht. Es muss damit von vornherein ein weitergehender, vertiefender, ins Detail gehender politischer Prozess verknüpft sein. Für den werben wir mit unserem Antrag, um dessen Annahme ich hiermit bitte. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hessen verfügt über ein hohes Maß an Wohlstand und sozialer Sicherheit. Zwar können wir darauf durchaus stolz sein, doch der Anspruch und die Zielsetzung der schwarz-grünen Landesregierung geht über dieses hohe Maß hinaus. Denn auch wenn die große Mehrheit der Menschen in Hessen eine sehr hohe Lebensqualität genießt, gibt es leider auch bei uns Menschen, die nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, in Armut leben oder von dieser bedroht sind. Um unserem selbstgesteckten Ziel, Armut mit allen Kräften zu bekämpfen und soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, gerecht zu werden, ist es unbedingt notwendig, noch vorhandene Aufgaben zu identifizieren und zu analysieren. Ich freue mich daher, dass die Landesregierung den zweiten hessischen Landessozialbericht vorgelegt hat. Die darin enthaltenen Daten sind eine wichtige Grundlage für zukünftige sozialpolitische Entscheidungen. Es ist anzuerkennen, dass die soziale Situation in Hessen gut beobachtet und detailliert dokumentiert wird. Denn nur durch einen solch guten Überblick über Problemstellungen und Entwicklungen kann effiziente und zielgerichtete Sozialpolitik gemacht werden. Der Fokus des zweiten Landessozialberichts ist insbesondere die Kinderarmut.
Untersucht wurden Armutsrisiken im Zusammenhang von Lebenslagen und Teilhabemöglichkeiten in den Bereichen Bildung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Wohnen und Partizipation. Es ist ein zentrales Anliegen der schwarz-grünen Landesregierung, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, frei von Armut aufzuwachsen. Denn Armut und Armutsgefährdung sind ein wesentliches Risiko für die Teilhabe- und Verwirklichungschancen junger Menschen. Der bedeutendste Risikofaktor für die Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen ist allerdings die fehlende oder unzureichende Erwerbsbeteiligung der Eltern. Entsprechend bedeutet in den meisten Fällen Kinderarmut auch Familienarmut. Folglich ist insbesondere die Gewährleistung sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit für alle Menschen in Hessen und damit für die Reduktion des Armutsrisikos ein Kernpunkt der schwarz-grünen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Rechnung getragen wird diesem Anliegen bereits heute durch Maßnahmen und Initiativen wie beispielsweise das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget als regionale Arbeitsmarktförderung und zur Integration benachteiligter Menschen in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, dem Langzeitarbeitslosenprogramm, durch welches Menschen einer Sozialversicherungsbeschäftigung nach pflichtigen Beschäftigung nachgehen können, sich aber parallel auch praxisnah weiterqualifizieren können, der hessische Lohnatlas gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das hessische Sozialbudget, welches 2019 auf 118,5 Millionen € erhöht wird und somit auch Kommunen, Verbände und Institutionen in der Sozialpolitik unterstützt, meine Damen und Herren. Darüber hinaus kommt es zum 1. August zur Beitragsfreistellung für die Kindergartenbetreuung, was Familien in Hessen bis zu 5.000 € pro Kind in den 3 Jahren entlastet. Aber auch schon heute besuchen Kinder aus sozial schwachen Familien unsere Einrichtungen gebührenfrei. Hinzu kommen die Schaffung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie für Grundschulkinder in Form des Paktes für den Nachmittag, wodurch die zeitliche Flexibilität von Eltern zur Verfolgung von Berufsaussichten und schließlich umfangreiche Maßnahmen in den Bereichen Familie und Beruf, den flächendeckenden Ausbau von Familienzentren haben wir installiert und auch das Unterhaltsvorschussgesetz trägt zur Verbesserung und Erleichterung der Situation von alleinerziehenden Müttern und Vätern, um nur einige Beispiele zu nennen, bei. Die hohe Effizienz der schwarz-grünen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik lässt sich übrigens unzweifelhaft auch an der Beschäftigungsentwicklung in Hessen ablesen. Im Februar 2018, das haben wir auch an anderer Stelle schon häufig gehört, gab es mehr als 2,5 Millionen Sozialversicherungsbeschäftigte. Und parallel dazu besteht eine historisch niedrige Arbeitslosenquote von 4,7 % im April 2018. Damit liegt Hessen auf Platz 4 im Ländervergleich. Das alles sorgt für neue und stabile Beschäftigung und führt eben dazu, Familien aus der Armut zu führen. Und selbstverständlich ist es eine wichtige Aufgabe, das hohe Maß an Wohlstand und Sicherheit, über welches wir in Hessen verfügen, zu schützen und zu vergrößern. Und wir intervenieren daher auch in weiteren Bereichen, insbesondere im sozialen Wohnungsbau sowie in der Aus- und Schulbildung. Durch das Wohnraumförderungsgesetz haben wir die Förderung des sozialen Wohnungsbaus neu aufgestellt. Das bedeutet, in der laufenden Legislaturperiode stellen wir insgesamt 1,7 Milliarden € an Fördermitteln für den Wohnungsbau bereit und werden so zusätzlich Wohnraum für etwa 35.000 Menschen schaffen können. Die Mittel für unser Städtebauprogramm haben wir fast verdreifacht auf jetzt rund 100 Millionen € pro Jahr. Und damit komme ich zur Aus- und Schulbildung. Um Armut vorzubeugen und Teilhabe zu ermöglichen, ist diese bekanntermaßen ein Schlüsselelement. Nicht umsonst leistet Hessen daher Rekordinvestitionen in den Bildungsbereich. In keinem anderen Flächenland sind die Pro-Kopf-Investitionen in Bildung höher als in Hessen. Allein in den 11 Jahren von 2005 bis 2016 sind die Bildungsausgaben in Hessen um 56 % gestiegen, und das ist der Spitzenwert aller 16 Bundesländer.
Trotz steigender Schülerzahlen und einer durch Migrationsbewegung herausfordernden Situation gewährleisten wir in Hessen so eine Lehrerversorgung von 105% im Landesdurchschnitt, ein von anderen Bundesländern unerreichter Wert, meine Damen und Herren. Speziell für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien ist die Finanzierung der Teilhabe an Veranstaltungen und Ausflügen im Schulalltag häufig eine Herausforderung. Ja, mit dem Bildungs- und Teilhabepaket machen wir das Mitmachen möglich. Kinder und Jugendliche, deren Eltern bestimmte Sozialleistungen beziehen oder ein geringes Einkommen haben, erhalten Zugang zu schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten, um am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können, meine Damen und Herren. Unterstützt werden Finanzierungen von Klassenfahrten, von Ausflügen, Beschaffung von Schulbedarf, Beförderungskosten sowie die Finanzierung von Nachhilfestunden, Mittagessen und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen. Ergänzende Hilfestellung ist dann noch die Familienkarte in Hessen, die inzwischen von 110.000 hessischen Familien genutzt wird, meine Damen und Herren. Wie bereits erläutert, stellt die Erwerbstätigkeit den wichtigsten Faktor in der Armutsprävention dar, und entsprechend engagieren wir uns hier über den Umgang von der Schule zur Ausbildung für junge Menschen zu verbessern und zu vereinfachen. Und so soll in Hessen möglichst kein ausbildungswilliger Jugendlicher mehr ohne Ausbildungsplatz bleiben. Ich muss nur kürzen, weil die Zeit fehlt. Um der Politik der Armutsvermeidung und Partizipationsförderung noch weiteren Nachdruck zu verleihen, hat die Hessische Landesregierung eine Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte berufen. Sie kümmert sich als zentrale Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche in Hessen für Anfragen und Anliegen rund um das Thema Kinder- und Jugendrechte. Und außerdem verhilft sie ihnen dazu, ihre Rechte umzusetzen, und setzt sich für landesweite Bekanntmachung und Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen im Sinne der UN-Kinderrechtskonventionen ein. Meine Damen und Herren, die Kollegen Ravensburg und ich, wir haben an mehreren Foren teilgenommen, waren dort anwesend, haben mit den Kindern gesprochen. Und das ist ein Element, was greift und entsprechend auch Wirkung zeigt, meine Damen und Herren. Gesprochen wurde dort vor allem über individuelle Bedürfnisse, Problemstellungen, die reale Lebenssituation. So werden schlussendlich Handlungsempfehlungen an die Politik kommuniziert und eine Basis für Diskurs und Entwicklung geschaffen. Auf Grundlage dieser und weiterer Initiativen soll unter Leitung der Beauftragten für Kinder und Jugendliche eine Kinder- und Jugendrechtscharta für Hessen erarbeitet werden. Und auch das wird zur Problemlösung beitragen. Der schwarz-grünen Landesregierung ist es mehr als bewusst, dass soziale Verantwortung und ihr Umsetzen in die Tat durch politische Weichenstellung das Rückgrat einer Gesellschaft ist. Sozialer Ausgleich hält die Gesellschaft zusammen. In den Zeiten der Globalisierung, des demografischen Wandels und der grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, die sich vollziehen, kommt der Sozialpolitik als Bindemittel eine wachsende Bedeutung zu, meine Damen und Herren. Der zweite Hessische Landessozialbericht stellt die Grundlage für eine evidenzbasierte und weiterhin vorausschauende Sozialpolitik in Hessen dar, auf die zukünftige Maßnahmen der Armutsbekämpfung und Prävention aufgebaut werden können. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Letzten beiden Sätze, um Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern bzw. zu verringern und um Menschen in Notlagen oder schwierigen Lebenssituationen beraten und zu unterstützen, führen wir bereits eine Fülle von Programmen und Maßnahmen durch. Neben der bereits bestehenden vielfältigen genannten Projekten und Programmen in den Bereichen Teilhabe, Jugendschutz sowie Aus- und Schulbildung werden wir uns weiterhin erfolgreich dafür einsetzen, Kinder vor Vernachlässigung, Gewalt und Armut zu schützen. Das ist für uns oberste Priorität. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Ich habe noch nie so zwei lange Sätze gesehen, viel mehr gehört. Als nächsten Redner rufe ich Kollegen Rock von der FDP-Fraktion auf. Bitte schön, Sie haben das Wort. Kriegt sie in der zweiten Runde abgezogen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Wir reden heute über den Landessozialbericht. Der Landessozialbericht an sich hat ja einen Wert. Der Landessozialbericht ist hier gemeinsam im Hessischen Landtag beschlossen worden, weil es uns hier wichtig war, die sozialen Lebenslagen in unserem Land zu kennen, statistisch zu erfassen und daraus eben auch Handlungen abzuleiten. Ich bin auch froh, dass dieser Landessozialbericht Landessozialbericht heißt und nicht einfach nur Armuts- und Reichtumsbericht, wie das so eine Sozialberichterstattung in vielen anderen Ländern oder auch im Bund heißt. Warum bin ich froh? Weil ich einfach den Eindruck habe, dass in unserer Gesellschaft vieles sich nur noch um die Spaltung dieser Gesellschaft dreht und nicht das, was diese Gesellschaft zusammenhält. Wir diskutieren Arm und Reich, Gut und Böse, Kreuz, kein Kreuz, sondern wir müssen eigentlich viel stärker das hervorstellen und herausstellen, was uns zusammenhält. Und sicherlich ist es die Solidarität in der Gesellschaft, die uns zusammenhält. Und darum ist ein Landessozialbericht natürlich auch eine spannende Lektüre für jeden, der sich darüber Gedanken macht. Und liebe Frau Schott, wenn man so einen Landessozialbericht sich ansieht, durchliest und versucht, analytisch auch auszuwerten, dann kann man dazu zu Schlüssen kommen, kann etwas ableiten. Wenn man so einen Landessozialbericht aber nur so liest, damit man seine vorhandenen Wahrheiten einfach wieder belegt sieht und nur die Dinge zitiert, die einem wichtig sind, um seine bekannten Wahrheiten hier rezitieren zu können, dann macht ein Landessozialbericht eigentlich keinen Sinn. Dann schreiben Sie Ihre Anträge wie immer, aber lassen Sie den Bezug zum Landessozialbericht einfach mal außen vor. Da sind nämlich auch Sätze zu finden, die sich ganz interessant lesen. Aber wenn man natürlich hier schon sich hinstellt und sagt, dass wenn die Gesellschaft, die Gemeinschaft, der Gesetzgeber, der Bundestag von jemand, der unsere Solidarität in Anspruch nimmt, jemand, der von Transferleistung lebt, also aus dem Sozialgesetzbuch II, Hartz IV, eben Transferleistung bekommt, dass man von demjenigen abverlangt, dass, wenn er arbeiten kann, auch eine angemessene Arbeit annimmt. Und wenn Sie diese Herausforderung, dass wir als Gesellschaft sagen, wenn jemand arbeiten kann, und hat ein Jobangebot, dann möge er es doch bitte annehmen, statt Transfers zu bekommen. Wenn Sie das als Zwangsarbeit diskreditieren, dann kann ich leider sagen, diese Diskussion will ich auch gar nicht mehr mit Ihnen führen, weil ich ein anderes Bild habe. Solidarität ist nicht einfach ein gesetzlicher Anspruch. Solidarität ist etwas, was man in Anspruch nehmen kann. Aber wenn man es nicht braucht, dann soll man auch zusehen, dass man das ohne diese Solidarität sein Leben in den Griff bekommt. Ich will auch noch einmal auf die Seite 220 des Landessozialberichts hinweisen. Hier ist z.B. ausgeführt, dass Handlungsansätze, die sich nur auf die materielle Lage beschränken, sogar den Zustand sozialer Ausgrenzung verstetigen können. Es geht eben darum, Handlungsstränge zu entwickeln, die Teilhabe besser organisieren können, die auch dazu führen, dass man aus der dauerhaften Armut herausgeführt wird. Da, liebe Kollegin von der CDU, Frau Heitland, da bin ich ein bisschen irritiert. Also eine der Grundaussagen des Berichts ist doch, dass das Problem der Kinderarmut steigt. Sie lesen hier vor, was die Landesregierung alles macht, und der Bericht sagt uns, die Kinderarmut wächst. Da muss einem doch der logische Schluss irgendwie nahekommen, dass das noch nicht alles sein kann und dass man vielleicht noch nicht die richtigen Analysen gesehen hat und dass man vielleicht noch einmal überlegen kann, was kann man besser machen. Also diese logische Folge traue ich Ihnen auch zu. Und das sollten Sie wirklich noch einmal versuchen zu verinnerlichen. Das Positive war ja, dass wir immer noch ganz deutlich mit über 75% mittlerer Einkommen eine ganz breite Gruppe in unserer Bevölkerung haben, die der Mittelschicht angehört, und dass diese Gruppe stabil ist, leicht abbröckelnd, aber stabil. Und dass der Großteil der Menschen in unserem Land dieser Gruppe angehört. Jetzt muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass es an der einen oder anderen Stelle bröckelt und dass eben diese Gruppe kleiner wird. Das kann auch statistische Effekte haben, da will ich aber nicht drauf eingehen. Aber dieses Thema ist da. Und wir stellen fest, dass Armut sich auch verfestigt, dass Menschen, die in Armut leben, da auch generationsmäßig nicht mehr herauskommen. Also das, was unsere Gesellschaft ausmacht, dass man mit eigener Leistung, mit dem Anspruch, eben einen Aufstieg zu schaffen, dass das eben in unserem Land nicht mehr so gut funktioniert. Mit eigener Leistung den Aufstieg zu schaffen, dort gibt es in unserem Land momentan ein Problem. Das scheint nicht mehr so möglich zu sein. Und wenn man jetzt analytisch in diesen Bericht hineingeht,
dann kann man feststellen, dass besondere Gruppen betroffen sind. Und da sind wir bei dem Thema, das DIE LINKE heute zu Recht ja auch auf die Tagesordnung gesetzt hat, die Frage der Kinder. Kinder ist ein Armutsrisiko in unserem Land. Kind zu haben, Kinder zu haben, viele Kinder zu haben, das ist ein Armutsrisiko in unserem Land. Und wenn man auch noch das Unglück hat, dass warum auch immer man in einer Einelternfamilie lebt, und es sind jetzt nicht mal nur die Frauen, wenn man sich die Statistiken ansieht, ist das schon jeder Fünfte in einer Einelternfamilie ein Mann. Das war für mich auch überraschend, dass es mittlerweile so viele Einelternfamilien gibt mit einem Mann als Ernährer und nicht die einzige, die Alleinerziehende in einem Mann so im Kopf hat. Also viele Dinge in diesem Sozialbericht sind interessant, mal hinzusehen. Und wenn man jetzt konkreter wird und feststellt, dass Alleinerziehende mit einem Kind, also dass Alleinerziehende schon das Problem haben, dass 40% der Alleinerziehende sich von Hartz IV finanziert werden. Wenn man sich jetzt anguckt, wenn die Kinderzahl steigt von einem auf zwei Kinder, dass dann schon jede zweite alleinerziehenden Familie schon im Hartz IV ist, sodass eben dieser Zusammenhang ziemlich deutlich wird, dass ein großer Teil der Kinder, die in unserem Land in Armut leben, eben genau aus dieser Gruppe von Menschen kommt, die nun einmal nichts dafür kann, oder jedenfalls glaube ich, dass nichts dafür kann, dass sie jetzt eben nicht mehr in einer Paarfamilie lebt, sondern eben das Leben etwas anderes mit sich gebracht hat. Und wenn man dann feststellt, dass, wenn die Kinder älter werden, das Armutsrisiko wieder sinkt, statistisch gesehen, und dass sozusagen die höchste Risikogruppe Alleinerziehende mit kleinen Kindern ist, die besonders betroffen sind, dann kann man sich auch überlegen, was könnte eigentlich zielgerichtet dort helfen. Was könnte zielgerichtet dazu dort helfen? Und wenn man dann noch einmal guckt, welche Rolle spielt denn z.B. Migrationshintergrund bei der Frage von Armutsgefährdung, dann lassen sich die Risikogruppen schon ziemlich gut eingrenzen, dass man überlegen kann, wo kann ich ansetzen, um diese Chancen zu verbessern. Und diese Analyse ist ja jetzt ideologisch wertfrei, sondern sie zieht sich einfach an den Fakten entlang. Und da möchte ich nur einmal auf unseren Gesetzentwurf hinweisen, der ja in dieser Plenarwoche auch noch einmal Thema ist, und vielleicht dem einen oder anderen, der gutwillig ist, noch einmal ans Herz legen, wie wichtig die Arbeitsaufnahme von Alleinerziehenden ist, um Armut zu vermeiden. Und wie kontraproduktiv das ist, wenn man ganz kleine Kinder hat, dass man das Kind nicht am Arbeitsort betreuen lassen kann. Und dass alle statistischen Zahlen, die wir ja aus einem anderen Bericht haben, deutlich machen, dass in Hessen die Möglichkeit, frei seinen Betreuungsort zu wählen, nicht gegeben ist. Und wir einen Vorschlag gemacht haben, dem abzuhelfen. Und genau an dieser Stelle ein Handlungsdruck da ist, dass man sagt, wir wollen, dass die Eltern selbst entscheiden können, wo sie ihr Kind betreuen lassen können. Weil für viele ist das eine existenzielle Frage. Und wenn man ein ganz, ganz kleines Kind hat, dann möchte man vielleicht nicht zu weit weg sein am Arbeitsort, wenn bei dem Kind es Probleme gibt. Und das steht einer Arbeitsaufnahme ganz entschieden entgegen. Und wenn ich mir dann das Thema Migration angucke, und der Minister kommt ja aus Offenbach, dann sind die Zahlen hier erschreckend. Erschreckend. Wenn wir wissen, dass von den unter Dreijährigen 15% durch Hartz IV finanziert werden, in Offenbach das aber 33% sind, ein Drittel der Kinder in Offenbach unter drei Jahre werden von Hartz IV finanziert, dann ist das doch ein besonderes Alarmsignal an dieser Stelle. Und ich habe das ja schon an anderer Stelle gesagt. Wir wissen doch ganz genau durch die Wissenschaft, dass ein Kind mit Migrationshintergrund mit 60% Wahrscheinlichkeit in eine Einrichtung geht mit über 50% Migranten. Wir haben eine Ballung des Problems. Wir haben eine hohe Konzentration des Problems. Wir können die Zielgruppen eingrenzen, und wir können uns überlegen, wie wir diesen Zielgruppen helfen können, damit die Kinder in unserem Land nicht in Armut groß werden können, groß werden müssen. Und wir haben uns hier mit dem Gesetzentwurf gestellt, der ja auch später noch diskutiert wird. Ich glaube auch, dass die Frage der Durchmischung
eine große und wichtige Frage ist. Und das Thema Integration, das ja die Freien Demokraten schon in der letzten Legislaturperiode ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt haben. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Das sind die entscheidenden Stellschrauben, und das macht der Landessozialbericht aus unserer Sicht sichtbar. Und da brauchen wir keine Ideologie, sondern da brauchen wir an dem Kindeswohl, an den Kindern orientierte, lösungsorientierte Politik. Dazu sind wir jederzeit gerne bereit. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Nein, ich habe das Olympiastadion-Syndrom. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, dass wir doch zwei Übereinstimmungen haben im Vorfeld dieser Diskussion. Ich glaube, niemand in diesem Saal erträgt Kinderarmut. Jedes Kind, das in Armut lebt, ist eines zu viel. Und dieser Saal sollte sich in dem Punkt auch einig sein, dass wir alles unternehmen müssen, damit Kinder nicht in Armut leben. Dieser Punkt 1 sind wir uns doch einig. Zweitens sind wir uns darüber, glaube ich, sehr schnell einig, dass dieser Sozialbericht eine deutliche Verbesserung ist gegenüber dem ersten. Ich darf zitieren aus dem Beitrag von Liga, Kirchen, DGB, VDK und AGA. Ich zitiere: Der zweite hessische Landessozialbericht überzeugt im Vergleich zum ersten durch einen klaren, konzentrierten Aufbau, eine sinnvolle inhaltliche Schwerpunktsetzung, eine gut aufeinander abgestimmte Arbeit der beteiligten Wissenschaftler, Institute und Vertreterinnen, der ministeriellen Fachabteilung, die exemplarische Berücksichtigung regionaler Berichterstattung sowie, Achtung, die Benennung von Maßnahmen. Ich schließe mich diesem Urteil unabhängiger Organisationen an, die uns eigentlich sehr oft und heftig kritisieren. Wenn wir diesen Satz, dem schließen wir uns GRÜNE und ich glaube die CDU in vollem Umfang an, dieser Bericht ist ein guter Bericht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der zweite, diese beiden Gemeinsamkeiten, wir wollen alle gemeinsam Kinderarmut bekämpfen, und zweitens, wir sehen diesen Landesbericht als eine gute Maßnahme, als eine gute Grundlage, dann schauen wir uns doch an, was er uns eigentlich an Hausaufgaben gibt. Und dann gibt es doch ab Seite 261 eine Fülle von Handlungsempfehlungen von der Liga, von den Kirchen, vom DGB, VDK und AGA. Sie sagen, geben uns doch Handlungsempfehlungen an die Hand. Ich will Sie einmal ansprechen und auch gerne sagen, dass wir genau in diesen Feldern auch eine Menge Arbeit haben. Erster Hinweis war, wir sollten beim zukünftigen Bericht auch Betroffene und Beteiligte befragen. Das ist in der Tat ein kluger Vorschlag. Ich will Ihnen nur dokumentieren, jetzt mit den nächsten neuen Themenfeldern, die da sind, das sind die neuen Themenfelder der unabhängigen Organisationen, die uns etwas in den Bericht geschrieben haben, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir sie aufnehmen wollen, dass wir damit konstruktiv umgehen wollen und dass sie nicht in irgendeinem verstaubten Aktenstrang stattfinden. Aber dass es auch zeigt, dass es kein Feld gibt, wo noch nichts passiert. Also, wir wollen natürlich Beteiligte stärker integrieren bei einem zukünftigen Bericht. Das finde ich einen klugen Hinweis. Der zweite Themenfeld beschäftigt sich mit den unabhängigen Organisationen, mit der Frage, wie können wir noch stadtteilgenauer, sozialräumlicher, genauer an den Menschen, an den Betroffenen sein. Und ich kann Ihnen nur sagen, in dieser Legislaturperiode haben wir das Gemeinwesen-Arbeitsprogramm noch einmal aufgelegt, von anfangs 2 Millionen € auf jetzt 3,6 Millionen € Gemeinwesenarbeit. Ich bin sehr dafür, mit den Verbänden darüber zu reden, wie wir die gemeinweisen GWA-Programme noch filigraner darauf abstimmen können, dass dort so viele Beratungsangebote sind, dass die Menschen sich schnelle, zügige Hilfen bekommen, dass man ihnen Wege weisen kann, Zugänge schaffen kann, Teilhabe ermöglichen kann. Aber das ist Punkt 2 von den Vorschlägen. Punkt 3 war, ja, die Organisationen haben uns vorgeschlagen, die Kinderbetreuung beitragsfrei zu machen. Das war dieser Bericht, wie Sie wissen, ist schon jetzt mehrere Monate alt. Der Einstieg in die Beitragsfreiheit hat diese Landesregierung und die Sie tragen Fraktion begonnen im Kindergarten. Er bleibt natürlich mittelfristig ein Handlungsauftrag an irgendeinem Tag. Die Überschrift lautet, Bildung muss frei sein, muss kostenlos sein. Daran wird man arbeiten. Das ist eine Frage von Finanzpolitik, wie schnell es das gelingt, so etwas umzusetzen, in Abwägung dessen, dass man Qualität vor Ort in den Kinderbetreuungen auch garantieren muss. Und in diesem Abwägungsprozess haben wir uns immer befunden. Und wir haben diesen Dreiklang der Kinderbetreuung betont, Ausbau, Qualität und Kinderbeitragsfreiheit. Wir haben dort einen ersten Schritt gemacht, und es wird nicht der letzte Schritt. Viertes Feld. Die Organisationen schlagen uns vor, einen stärkeren Fokus auf den Übergang Schuleingang und Schulübergang.
Auch das finde ich richtig. Wir haben in dem Bildungserziehungsplan die Tandemfrage. Auch da finde ich es noch deutlich entwicklungsfähiger. Nein, die gibt es noch, Herr Kollege Rock. Dass noch mehr und verbindlicher zusammengearbeitet wird zwischen Kindergärten und Grundschulen, das finde ich einen richtigen Vorschlag. Ich finde es auch richtig, dass wir bei dem Übergang von Grundschulen hin zu weiterführenden Schulen die Schulübergänge noch deutlich stärker verbessern. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Rock zu. Nicht vom Kollegen Rock. Fünftens. Man schlägt vor, wir sehen uns so oft, Herr Kollege Rock, im SIA, da können wir noch eine Menge plaudern. Meine Redezeit ist begrenzt. Ja, ich habe schon fast die Hälfte verbraucht. Ich klammere aus das Handlungsfeld 5, ältere Menschen. Ich klammere das deshalb aus, weil die Hauptforderung ist, dass die Rente auskömmlicher sein soll und dass sie nicht weiter absinken darf. Das ist eindeutig eine bundespolitische Entscheidung. Aber sie wird natürlich zu Recht diskutiert. Haben wir Menschen im Alter, die sich noch selbst jenseits von Sozialhilfe ernähren können, ein Einkommen haben? Das ist ein Themenfeld, das sehr sensibel ist und was berechtigt ist. Das sechste Feld, was Sie sagen, ist die Flüchtlinge. Sprache. Muss der Zugang zu Sprachlernen, zu Integrationszugängen. Aber wer denn mehr als diese Landesregierung hat beim Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen mit über 1 Milliarde € mehr getan, damit wir nicht nur die BAMF-Kurse haben, sondern eigene Sprachkurse, niedrigschwellige Sprachkurse, schon früh in Kindergärten. Wir haben, was das Sprache betrifft und die berufliche Integration, eine Fülle von Maßnahmen gemacht. Ich will es nur noch einmal sagen, wir sind selbstverständlich bereit, diese auch weiterzuentwickeln, noch flächenschärfer dorthin zu gehen, damit auch jeder Flüchtling erreicht werden kann. Das ist überhaupt kein strittiger Punkt. Nur allein zu sagen, es gäbe diese Zugänge, ist halt auch nicht ausreichend als eine Handlungsempfehlung, sondern es gibt welche. Die Frage ist, an welcher Stelle sind sie wohl nicht ausreichend, wenn sie so viele Kurse anbieten, wie es die Hessische Landesregierung gerade tut. Das siebte Themenfeld ist der soziale Arbeitsmarkt. Ja, es ist doch kein Geheimnis, dass Kinderarmut ist entscheidend deshalb vorhanden, weil es Familienarmut ist, weil es das Familieneinkommen so gering ist. Und es ist auch kein Geheimnis, ich sage nur einige dieser Erkenntnisse aus diesem Bericht, ist, Armut ist multidimensional. Es gibt nicht eine Lage, sondern verschiedene Ausprägungen. Und genau deshalb muss man darauf achten, dass die Kinder frühzeitig in die Prävention kommen, dass sie eine gute Ausbildung haben, für sich selbst sorgen können, ein gutes Einkommen haben. Man muss aber sofort darauf achten, dass die Eltern wieder in Arbeit kommen, dass sie weiterqualifiziert werden. Deshalb haben wir ein umfangreiches Arbeitsmarktbudget aufgelegt, mithin dem Einstieg in den sozialen Arbeitsmarkt, unser Langzeitarbeitslosenprogramm für über 1.000 Menschen. Das kann nur eine Stütze sein, weil die Bundesregierung da mehr tun muss. Aber auch in diesem Feld haben wir die ersten Schritte begangen. Aber ich sage, wenn das als Handlungsempfehlung an uns gerichtet ist, nehmen wir sie auf. Wir werden sie weiterentwickeln und mit den Verbänden darüber diskutieren, was noch zu tun ist. Und neuntens ist das Feld der Wohnungspolitik. Dort wurde uns angeraten, eine Wohnungsnotfallstatistik zu machen, also eine Obdachlosenstatistik sozusagen. Wie viele Menschen leben tatsächlich ohne Wohnung? Ich finde diese Anregung nicht falsch, ganz im Gegenteil. Sie ist notwendig, über einen Überblick zu bekommen. Auch da werden wir in den nächsten Schritten darüber beraten, wie wir das hinbekommen können, dass man einen guten Überblick hat. Wohnungspolitik hat aber in diesen letzten 4 Jahren auch eine unfassbare Dynamik in Hessen bekommen. Über 1 Milliarde jetzt noch einmal zusätzlich in den Wohnungsbauprogramm. Kann ja keiner sagen, da ist nichts passiert, dass da mehr passieren muss, dass man mehr finanzieren könnte. Wünschenswert ist keine Frage. Das Ziel ist nicht strittig. Das ist die Botschaft, die heute von diesem Tagesordnungspunkt ausgehen sollte an die Verbände. Wir haben wenig strittige Ziele. Wir müssen nur gemeinsam daran arbeiten, an der Schwerpunktsetzung und Prioritätensetzung, was nun als nächstes finanzierbar und abarbeitbar ist. Dafür sind wir zu haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Bericht gibt jenseits dieser neuen Felder, die die unabhängigen Organisationen uns auf den Weg gegeben haben. Ich finde noch eine Fülle weiterer Hinweise, spannender Hinweise, wo mir auch auf den ersten Blick nicht sofort etwas einfällt. Also die Frage, warum Armut strukturell so unterschiedlich regional gestreut ist. Die Beispiele sind hier gesagt zwischen dem Nordosten Hessens und dem Südwesten Hessens eine völlig andere Situation, dass die Lebenserwartung zum Teil bis zu 3 Jahren unterschiedlich länger ist. Es wird gesagt, sei hier Main-Taunus-Kreis 84 Jahre, die Frauen Werra-Meißner-Kreis nur 81 Jahre. Ob das jetzt nur ein Zufall ist oder ob es tatsächlich so ist, dass in bestimmten Regionen die Gesundheit nicht so gut funktioniert, dass die psychischen Erkrankungen stärker sind bei ärmeren Menschen, dass wir ganz extrem viel mehr adipöse Menschen haben, gerade bei einem niedrigen Bildungs- und Einkommensstand. Wir haben, das ist in der Gesundheitspolitik eine Frage, Armut und Gesundheitspolitik.
Herr Grüttner, wir sind uns einer Meinung, wir müssen uns diesem Thema stärker stellen. Die Frage, wie erreichen wir sie? Auch da ist das Ziel und die Problembeschreibung nicht mehr strittig. Aber wir können ja niemanden mit vorgehaltener Pistole zwingen, sich gesund zu ernähren. Wir können nur dafür werben, aktiv werben, eine Präventionspolitik machen, in vielen unterschiedlichen Maßnahmen auf die Menschen zugehen. Ich sage nur, der Gesundheitspakt bietet dort eigene Möglichkeiten. Wir wollen einen Gesundheitspakt 3.0. Da werden wir das mit aufgreifen, das Thema Armut. Ich finde, das gibt eine Menge von sehr, sehr wichtigen Hinweisen. Ich will es nicht verschweigen in den letzten Minuten meiner Rede, dass Migranten, Migrantinnen und Migranten nach wie vor ein deutlich erhöhtes Risiko zum Armut haben und dass sie zugenommen haben im Vergleichsraum von 2005 zu 2015, während sie bei den Deutschen geringer wurde, ist für mich ein alarmierendes Signal, dass wir noch mehr tun müssen, noch mehr Anstrengungen machen müssen, dass wir die Menschen mit Migrationshintergrund bessere Integrationspolitik leisten. Aber auch hier will ich noch einmal wirklich in extremer, Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Zum Schluss, Frau Präsidentin, dass wir in extremer Abgrenzung zu dem Alarmismus der Linkspartei. Ich habe jetzt viele Felder benannt, wo wir die Probleme sehen, wo wir Maßnahmen eingeleitet haben und wo wir bereit sind, weiter daran zu arbeiten. Ich finde, es ist ein gemeinsames Interesse aller hier im Hause, dass wir Armut bekämpfen, sofort, heute und morgen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe mich dem letzten Satz von Herrn Kollegen Bocklet an. Ja, Armutsrisiko muss bekämpft werden, Armut muss bekämpft werden an jeder Stelle und ist ein Dauerthema in der Politik. Und ich denke, dass jeder sich dieses Themas auch entsprechend annimmt. Aber das, was wir auch konstatieren müssen in diesem Zusammenhang, ist, würde es eine einfache Antwort geben, würde es eine einfache Lösung geben, dann hätten wir sie schon längst umgesetzt. Aber es gibt an dieser Stelle keine einfache Lösung. Und deswegen ist einer der wesentlichen Befunde, die der zweite Landessozialbericht an dieser Stelle auch zeigt, dass Armut nicht gleich Armut ist, dass man zu unterscheiden hat zwischen Familienarmut, dass es Kinderarmut gibt, dass diese viele Gesichter hat und weil sie viele Gesichter hat, auch natürlich viele Ursachen. Und man wird deswegen auch nicht alle Probleme lösen können, sondern man muss an dieser Stelle ansetzen und muss versuchen, Entwicklungen, die sich als Fehlentwicklungen oder als schwierige Entwicklungen dargestellt haben, abzuschwächen. Und dann stellt sich die Frage, wie kriegen wir das hin? Und ich finde schon, dass der zweite Landessozialbericht an dieser Stelle eine ganze Reihe von Maßnahmen und Lösungsansätzen erarbeitet hat, die derzeit mit Blick auf ihre Konsequenzen mit den sozialpolitischen Akteuren dann auch diskutiert werden. Die bestehen aus gezielten Hilfen, finanzieller Art, mehr Familienorientierung in der Arbeitswelt, dem Ausbau der Kinderbetreuung und Förderung. Es geht aber auch um die Justierung des Verhältnisses von Geld, Dienst und Sachleistungen in der Familien- und Kinderpolitik auf allen Ebenen des öffentlichen Handelns. Wir haben, meine Damen und Herren, am 4. Dezember 2017 und damit entsprechend der Beschlussfassung des Hessischen Landtages innerhalb der 5-Jahres-Frist rechtzeitig den zweiten Landessozialbericht gemeinsam mit dem Beirat vorgestellt. Der Bericht wurde gegenüber der Vorgängerversion, der noch in Form einer Gesamtschau angelegt war, grundlegend neu konzipiert, thematisch fokussiert und wesentliche Details in diesem Bericht überarbeitet. Insbesondere konnten einzelne Lebenslagen wie in den Dimensionen wie Bildung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Wohnen und Partizipation für einzelne Bevölkerungsgruppen vertieft und ausgewertet werden. Und da Kinder der besonderen Fürsorge bedürfen, war eben ein Schwerpunkt auch das Thema Kinderarmut in diesem Bericht. Und ich will, weil möglicherweise nicht jeder den Bericht so präsent hat wie diejenigen, die dazu gesprochen haben, oder wenigstens der überwiegende Teil, der dazu gesprochen hat, wer von Zwangsarbeit redet, hat diesen Bericht nicht gelesen. Das ist relativ einfach. Das würde ich eine solche Aussage nicht machen. Noch einmal sagen, wie dieser Bericht erarbeitet worden ist. Der überwiegende Teil ist eine wissenschaftliche Erarbeitung von Wissenschaftlern, die beauftragt worden sind und die in wissenschaftlicher Freiheit dieses erarbeitet haben. Ohne
die entsprechenden Hinweise, dass das eine oder andere vielleicht eleganter oder geschmeidiger formuliert werden sollte. Dazu hat schon ein Expertenbeirat, der ja schon auch benannt worden ist, aufgepasst, der nun nicht aus Mitgliedern der Landesregierung und der Politik bestückt gewesen ist, sondern überwiegend eben aus Experten. Und genau diese haben dann auch einen eigenen Teil innerhalb des Berichts gehabt, wie beispielsweise die Liga, in denen sie einen besonderen Schwerpunkt gesetzt haben. Und die Maßnahmen und Empfehlungen, die daraus abgeleitet worden sind, hat die Landesregierung kommentiert. Deswegen sage ich, es ist ein Landessozialbericht. Es ist gut, dass er im politischen Raum diskutiert worden ist. Aber die Erstellung des Berichts war nicht so angelegt in Form eines breiten partizipativen Prozesses, der letztendlich auch die Fraktionen des Hessischen Landtages mit umfasst. Aber dafür besteht ja jetzt die Möglichkeit der Auseinandersetzung dazu. Und natürlich ist es richtig, dass an der Stelle die Frage von betroffenen Perspektiven in Zukunft stärker in den Fokus mitgenommen werden muss. Aber die Tatsache, dass Handlungsempfehlungen erarbeitet und auch dargestellt worden sind, ist ja nicht unbedingt an Selbstverständlichkeit zu grenzen. Und an der Stelle will ich dann schon auch noch einmal erinnern an die Diskussion von vor 5 Jahren oder 6 Jahren in der Zwischenzeit bei der Vorlage des ersten Landessozialberichts, als das Thema Handlungsempfehlungen schon ein großes Thema gewesen ist. Und ich gebe unumwunden zu, dass ich ausgesprochen skeptisch gewesen bin, was diesen Teil anbelangt. Aber in der Erarbeitung und in der prozesshaften Gestaltung, die wir momentan in diesem zweiten Landessozialbericht herbeigehört haben, der zu der Erstellung geführt hat, finde ich, hat das einen wichtigen Platz und ist dann auch ein Punkt, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen kann. Und das ist ja insofern auch spannend. Und insofern hat die Diskussion ja schon längst begonnen. Ich erinnere an den Parlamentarischen Abend der Liga am 20. März dieses Jahres. Da war der Landessozialbericht Gegenstand des gesamten Parlamentarischen Abends, und er ist auch entsprechend diskutiert worden. Dass da der ein oder andere möglicherweise sich nicht ausreichend zu Wort kommend gefühlt hat, liegt nicht an denjenigen, die dort das Wort ergriffen haben, sondern an denjenigen, die den Abend gestaltet haben. Insofern ist aber eindeutig so gewesen, dass an der Stelle die Frage auch einer Diskussion über den Landessozialbericht natürlich stattgefunden hat. Deswegen will ich auch auf ein paar Punkte beweisen, die die Hessische Landesregierung als Konsequenz bereits gezogen hat, und noch einmal auf Bildungs-, Wohnraum-, Familien- und Arbeitsmarktpolitik hinweisen. Ich muss das, was Kollege Bocklet dargestellt hat, jetzt nicht noch einmal wiederholen. Es sind gewaltige Anstrengungen, die wir unternommen haben, aber auch immer unter dem Gesichtspunkt, dass das, was wir tun, nur ein Beitrag sein kann, weil Armutsbekämpfung ist keine Aufgabe allein von Landespolitik, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb müssen wir schauen, an welchen Stellen wir eben unseren Beitrag dort auch entsprechend leisten können. Und der zweite Landessozialbericht zeigt uns schon, dass die Reduzierung des Armutsrisikos vor allen Dingen bei Kindern weiterer Anstrengungen bedarf, vor allem bezogen auf eine bessere Erwerbsintegration von Eltern. Und an der Stelle ist auch deutlich geworden, dass das Armutsrisiko von Kindern korreliert eindeutig mit der Erwerbsfähigkeit oder Erwerbstätigkeit von Eltern. Seien es Alleinerziehende oder seien es Zwei-Elternfamilien. Egal wie es ist. Und deswegen ist an der Stelle die Frage einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, den Versuch, diejenigen, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind, in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Das, was wir mit unserem Programm COPE in Hessen auf den Weg gebracht haben, wo wir 10 Millionen Euro in die Hand genommen haben, um Langzeitarbeitslosen eine Möglichkeit des Weges in die Erwerbstätigkeit auch zu eröffnen. Ein ganz wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von Kinderarmut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil dieses ist das. Und ich akzeptiere und bin gerne bereit, mich damit auseinanderzusetzen, wenn es um die Frage von Beratungs- und von Hilfestellungsangeboten und der Erweiterung geht, welche Rolle Familienzentren an dieser Rolle spielen können. Wenn wir
Die Ergebnisse der Kommission Hessen hat Familien in Revue passieren lassen, war es in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder formuliert, sei es in der Verbraucherberatung, in der Sicherheitsberatung, aber auch in anderen Beratungen, dass Familienzentren in ihren Arbeiten gestärkt werden. Und wir sind dort auf dem Weg, und wir haben 140 Familienzentren in der Zwischenzeit in Hessen. Und wir haben eine ganze Reihe, die sich auf den Weg gemacht haben. Und gerne müssen wir uns auch auseinandersetzen, wie wir deren Arbeit verstärken können, auch im Hinblick auf die Fragestellung der Vermeidung von Armut oder der Minimierung von Armutsrisiken. Ich will jetzt gar nicht auf die Fragestellung der Kinderrechtsbeauftragten eingehen, die sich sehr intensiv mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt. Ja, wir müssen über die Frage Wohnsitzlosen- oder Wohnungslosenstatistik weiter reden. Wir müssen sehen, welche Anhaltspunkte wir haben, weil letztendlich Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit natürlich auch ein entscheidendes Armutsrisiko ist. Aber noch einmal, wir haben bei der Erstellung des zweiten hessischen Landessozialberichts nach der Vorgabe des Landtagsbeschlusses alle relevanten Bereiche einbezogen, untersucht und auch die Ebenen entsprechend untersucht und mit einbezogen. Und klar ist auch, und ich denke, damit will ich schließen, weil das auch unbestritten ist, je früher wir anfangen können mit der Erziehung im Hinblick auf eine Stärkung von Bildung, auch dieses ist ein Befund aus dem hessischen Landessozialbericht, je früher wir Bildungsangebote machen, und damit sind wir ganz klar bei dem Elementarbereich, und ich beantworte die nicht gestellte Zwischenfrage vom Abg. Rock an den Abg. Bocklet. Ja, wir machen auch die Frage von qualifizierter Schulvorbereitung im Rahmen unseres Bildungs- und Erziehungsplans weiter, stärken die Übergänge von Kindertagesstätte in die Grundschule, stärken die Arbeit der Tandems, weil es ist ein wesentlicher Bestandteil dafür, Bildungschancen schon so früh wie möglich zu stärken. Wir werden an dieser Stelle nicht in unseren Bemühungen nachlassen, brauchen allerdings die Schulen, die Kindertagesstätten dazu. Wir dürfen, und das will ich aber zum Schluss sagen, auch die Eltern nicht aus der Verantwortung lassen. Sie müssen ein gehöriges Maß auch dazu beitragen, dass die Bildungschancen ihrer Kinder gewahrt bleiben. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Wir überweisen den Antrag 1964-15, den Antrag 1962-87 und den Dringlichen Entschließungsantrag 1964-78 in den SIA.